Feliz Navidad, einen wunderschönen heiligen Abend. Ich wünsche dir von ganzem Herzen ganz, ganz großartige Weihnachten. Du weißt, es ist das Fest der Liebe und vielleicht kannst du für dich in diesen Tagen nochmal genau definieren, was das für dich ist und was das für dich und die Wirkung auf dein Umfeld bedeutet. Letztendlich ist es auch das Fest, wo Jesus geboren ist, das Christkind gekommen ist. Das steht ja, ich denke mal, für Hoffnung oder wie wir hier sagen in Panama, Esperanza. Und was ist es denn, was du mit dieser Hoffnung verbindest? Was ist es denn, was du in dir findest, was zu dieser Hoffnung passt und gehört, dass du der Welt geben möchtest? Ich glaube, es ist eine wichtige Aufgabe heutzutage herauszufinden, was ist es, was man selbst der Welt geben kann und nicht immer nur zu gucken, was kann man bekommen von der Welt, ja? Was kann sie mir geben, was können andere mir geben, sondern zu schauen, was kann ich selbst in die Welt geben und vielleicht ist es sogar genau der Weg zu deiner Berufung, zu dem, was dich ausmacht, zu dem, womit du in Zukunft vielleicht auch dein Leben veränderst, indem du dich darauf fokussierst, was du persönlich zu geben hast. Jesus, glaube ich, hat dieser Welt sehr, sehr viel gegeben und ja, deswegen ist er auch reich geworden, ist unvergesslich geblieben. Reich geworden ist er so in der Stelle nicht, aber vielleicht ist das eine Form von Reichtum, die wir auch manchmal nicht so einfach verstehen. Und ich finde es interessant, in diesen Tagen diesen christlichen Glauben nochmal zu reflektieren und sich darauf zu besinnen, was ist das, was ich geben kann, was ist für mich persönlich Liebe, wie definiere ich das und vor allen Dingen, wie kann ich das anderen Menschen geben und schenken. In dem Sinne kann man übrigens dann auch gut spüren, was man selbst in sich trägt. Denn wenn man etwas gibt, merkt man, was man hat. In dem Sinne, ganz, ganz tolle Weihnachtszeit mit dir, mit deinen Lieben, Besinnung, Verbundenheit, Freude und viel Liebe. Bis dann.